Herr Präsident, werte Damen und Herren, wissen Sie, was ein NIMBY ist? NIMBY ist ein Akronym aus dem Englischen und steht für die Geisteshaltung Not in my backyard. Im Deutschen kennt man das Phänomen als das St. Florians-Prinzip. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Diese Geisteshaltung ist besonders verbreitet bei den Damen und Herren der dunkelgrünen Regierungskoalition. Sowohl die Grünen im Regionalrat Arnsberg als auch die CDU im Kreis Paderborn haben auf lokaler Ebene bekundet, dass man von der Abschaffung der Abstandsregeln für Windkraftanlagen nichts wissen will, auch wenn die höheren Damen und Herren im Landtag dies gerne hätten. Insbesondere die Christdemokraten auf lokaler Ebene scheinen sich hier auf das alte christliche Prinzip der Nächstenliebe zu berufen. Denn die betroffenen Anwohner vor Ort sind vom Fall der Abstandsregelung nicht begeistert. Und so sind sich die CDU-Lokalpolitiker vor allen Dingen selbst die Nächsten und schielen auf ihre eigene Wiederwahl, auch wenn die Herren Hoppe, Biermeier, Gökün und Co. auf höherer Ebene für die Abschaffung der Abstandsregelung waren. Bei den Grünen wiederum gehört das St. Florians-Prinzip zur DNS der Partei. Die Folgen der eigenen Politik will und muss man nicht ausbaden. Die Grünen sind reich genug, dass ihnen die Inflation nichts ausmacht. Die Grünen wohnen nicht in den Stadtteilen, in denen die nächste Flüchtlingsunterkunft gebaut wird. Die Grünen sind nicht in den Branchen tätig, die von ihrer Politik in den Ruin getrieben werden. Und die Grünen wohnen auch nicht da, wo die Windindustrieanlagen quasi im eigenen Garten gebaut werden. Aus den Rotweingürteln und Universitätsstädten lässt sich leicht der Wertverlust für die Immobilien des tumben Landvolkes fordern, vor allem wenn man selbst die Fördermittel für die Solaranlage auf dem Dach kassiert hat. Und so fordern Grüne und die begrünte CDU im fernen Düsseldorf den totalen Ausbau der Windkraftanlagen, wohl wissend, dass in ihrem eigenen Hinterhof niemals eine solche Windindustrieanlage entstehen wird und für den Notfall von den lokalen Parteifreunden vor Ort verhindert wird. Beim Thema Abstandsregelung kommt auch ein weiterer Teil der DNS der vermeintlichen Ökopartei zutage, die Scheinheiligkeit. Der Abstand von Windindustrieanlagen zu Naturschutzgebieten ist jetzt ein lästiger Hemmschuh, der bei der Verspargelung der Landschaft nur noch stört. Je weiter die Windenergienutzung von den Siedlungsgebieten entfernt stattfinden muss, desto weiter wird sie in die Natur gedrängt. Die Grünen stehen also vor der Quadratur des Kreises. Man will zwar die Windindustrie ausbauen, aber das alte Kernthema des Naturschutzes darf nicht hinten rüberfallen. Die plutokratische Lösung, Ausgleichszahlungen statt tatsächlicher Schutz oder Kompensation der Fläche. Das hilft zwar nicht der Natur, aber beruhigt in Form von modernem Ablasshandel das grüne Gewissen. So weiß frei nach der Grünen Katrin Göring-Eckardt, jede Biene, jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land, das ist die Grünen waren, die ihren Lebensraum durch Windindustrieanlagen zerstört haben. Vielen Dank.